Schön, dass ihr dabei seid. Ihr fragt, wir antworten, die Sprechstunde Harz. Ihr wisst Bescheid. Patricia schildert einen Fall, der uns bekannt ist, aber wirklich sehr hart ist. Man ist lange Jahre verheiratet, dann über 50 oder auch unter 50, das spielt ja letztlich keine große Rolle, und es kommt zur Trennung. Man bekommt dann eine Zeit lang Unterhalt, aber wenn der Unterhalt wegfällt, dann rutscht man eigentlich automatisch in den Hartz-IV-Bezug. Weil wenn man ein klassisches Ehemodell, also ein konservatives Ehemodell oder wie man das auch immer nennen möchte, gelebt hat, das heißt, der Mann hat gearbeitet, die Frau nicht, dann gibt es hier keinen Anspruch auf ALG 1 oder dergleichen. Ja, Patricia, es ist tatsächlich genauso, wie du sagst, und es gibt zurzeit keine gesetzliche Regelung, die das aufhängt. Hier ist einfach die Politik gefordert, hier einen sanfteren Ausgleich zu schaffen, was zurzeit allerdings leider nicht der Fall ist. Insofern völlig korrekt, wie du die Sachlage rechtlich darstellst. Nächste Frage von Dana wieder zum Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, ob das in voller Höhe angerechnet wird und ob es keine Freibeträge gibt. Ja, also es wird in voller Höhe berücksichtigt und soweit auch angerechnet, aber selbstverständlich gibt es die gängigen Freibeträge. Jetzt muss man natürlich schauen, ob man noch anderes Einkommen hat und dann die Freibeträge da schon runter sind, sodass dann im Endeffekt vielleicht da nichts mehr übrig bleibt an Freibeträgen. Aber letztlich, grundsätzlich gelten auch die Freibeträge für Weihnachtsurlaubsgeld. Ist immer eine komplizierte Berechnung, schick uns gerne deinen Bescheid rüber. Wir kontrollieren für dich, ob es richtig berechnet wurde. Nächste Frage von Andy, beliebte Frage, gibt es bei Hartz-IV-Empfängern ein Schonvermögen? Ja, das gibt es und das hängt vom Lebensalter ab. Das sind nämlich 150 Euro pro Lebensjahr. Wenn du 50 Jahre alt bist, macht das 7.500 Euro, das ist dein Schonvermögen. Zusätzlich darfst du ein Auto haben, aber ebenfalls nur bis maximal einem Wert von 7.500 Euro. Ja, liebe Follower, das war's schon wieder mit dieser Folge der Sprechstunde Harz. Neue Folgen kommen natürlich in Kürze. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.